Weiter geht es mit dem Bosskampf gegen Mergus Amme von Bloodborne. Und ja, ich habe das wieder mit meiner Jägeraxt gemacht, wie eigentlich jedes Mal. Habe sie neunmal aufgerüstet und bin bereits Level 93. Also immer noch extrem hoch. Ja, ihr könnt den Kampf auch ohne Probleme mit Level 70 oder sowas machen oder 60. Naja, 60 ist fast ein bisschen wenig, aber es geht auf jeden Fall auch. Das ist kein besonders schwerer Gegner, wenn ihr genügend Heilteile mitnimmt. Deswegen farmt die vorher, geht mit 20 in den Kampf rein und habt durchgehend volles Leben, weil es die kann ein oder zwei verschiedene Angriffe machen, die euch fast komplett töten. Und wenn ihr da nicht komplettes Leben habt, dann könnt ihr dadurch sterben. Genau. Jo, insgesamt die Arme bewegt sich eigentlich ziemlich langsam. Was sich aber schnell bewegt, sind ihre Schwerter. Aber die Armee an sich, die watschelt nur ganz langsam auf euch zu. Außer hier mit diesem Angriff. Der ist ziemlich schnell. Der Rest ist ziemlich langsam. Ihr könnt euch also ohne Probleme, auch wenn ihr vor ihr steht, also mit ein bisschen Abstand, könnt euch ohne Probleme heilen. Und deswegen ist der Kampf auch nicht besonders schwer. Da könnt ihr jetzt versuchen, entweder ihr greift die ganze Zeit von hinten an. Also ihr versucht die ganze Zeit hinter ihr zu bleiben oder hinter sie zu rollen und dann von hinten drauf zu schlagen, weil es die kann, glaube ich, bloß einen Angriff nach hinten und der ist nicht besonders schlimm, der macht nicht besonders viel Schaden. Oder ja, ihr stellt euch vorher hin, wartet, weicht aus und schlagt dann drauf. So, ja, wenn ihr Pech habt, macht sie das, was sie jetzt gemacht hat. Ja, mit dem Nebel und dann dupliziert sie sich noch, also dann hat man zwei Gegner drinnen. Da ist die schlauste Idee, einfach nichts zu machen, auszuweichen, nicht hinzugehen, weil ihr könnt meistens nicht beide im Blick haben. Aber weil ich jetzt schon so ein hohes Level bin, kann ich das ohne Probleme riskieren. Ihr seht, die zieht mir fast nichts ab so. Aber wenn ihr eben noch nicht so hoch seid, dann kann es extrem gefährlich werden, weil ihr eben von der zweiten getroffen werden kann. Und ihr seht, es hat jetzt wirklich viel Schaden gemacht. So, jetzt. Wenn ihr eben noch nicht so hoch seid, dann wartet, bis der Nebel wieder weg ist und sie wieder alleine ist. Und greift sie von hinten an. Da ist eine Zeit lang. Wehrt sie sich gar nicht oder steht nur rum. Wenn sie so eine längere Schlagkombination macht nach vorne und ihr es schafft, hinter sie zu kommen, könnt ihr wirklich ihr viel Schaden anrichten. Oder ihr macht es so wie hier. Ihr wartet, bis sie nur ein oder zwei verschiedene Schläge macht. Man sieht ja, welche Schlagkombination kommt. Und dann wartet man, bis die Kombination fertig ist und geht dann drauf und schlägt. Und dann braucht man nur wieder 2 Meter oder so zurückgehen oder drei. Vielleicht ein oder zwei Rollen und dann ist man wieder in Sicherheit. Wenn man dann noch weiter weggeht, dann kann es sein, dass ihr wieder so einen Sprungangriff macht und ja, so einen Sprungdrehangriff und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Deswegen ja, in dem Abstand ist eigentlich perfekt. Und wenn ihr jetzt bei dieser Kombination hinter ihr gewesen wärt, dann hättet ihr viel Schaden machen können, weil sie eben nicht nach hinten geschlagen hat. Und wenn, dann nur mit den kleinen beiden Messern am Rücken und die machen wirklich nicht viel Schaden. Und das könnt ihr euch sofort wieder zurückholen, wenn ihr ihr auch Schaden zufügt. Genau, so. Ich habe wieder gewartet, bis sie aufhört zu schlagen und dann gehe ich drauf. Ja, ihr müsst einfach ein bisschen verstehen, wie sie kämpft, was sie für verschiedene Schläge macht und dann ist es wirklich kein schwerer Gegner. Ich habe es jetzt geschafft. Es dauert ein bisschen, bis ihr den Erfolg, be ja, bis ihr die Trophäe bekommt. Und ja, in der Beschreibung ist ein Link von den anderen Bosskämpfen von Bloodborne oder den Trophäen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.